Herzlich willkommen zum nächsten Let's Play Schach. Diesmal wieder 5 Minuten. Und war wieder Französisch. Und mal sehen, vielleicht spielt der Gegner jetzt mal. Oh ja, er spielt nicht mehr die Abtauschvariante, sondern mal was anderes. Und mal sehen. So, jetzt planen wir so mit Dame B6. Hier Druck gegen den Punkt auf D4 zu machen, mit Springer F5, mit Springer C6 und Dame B6. Jetzt wird es relativ, okay, er nimmt hier einmal raus. Das schwächt sein Zentrum allerdings auch. Aber gibt ihm erstmal hier kurz einen kleinen Entwicklungsschub. Aber jetzt nehme ich den Punkt auf E5 unter Beschuss. Mit diesmal nicht mit Springer F5, sondern mit Springer G6. Und jetzt hängt er da auch schon. Aber er nimmt natürlich einmal raus. Und der hängt weiterhin. Und den nehme ich auch raus. Weil das ist ein kostenloser Bauer. Und den nehme ich natürlich mit. Auch wenn ich natürlich darauf achten muss, dass ich mich erst entwickeln sollte. Weil mein König noch im Zentrum steht. Aber auf den hier habe ich mir überlegt, dass ich dafür die 6 spiele. Und dass er hier keinen besonders schlauen Abzug hat, weil ich immer hier mit Schach dann noch rausnehmen kann. Und so habe ich mich jetzt schon mal entwickelt mit Tempo. Und kann jetzt einfach nämlich zur Seite gehen. Und das mache ich auch einfach mal. Und auf den kann ich eigentlich hier schon wieder rausnehmen. Das mache ich auch. Nehme ich hier einfach einmal raus. Es hängt zwar da etwas, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, weil auf A2 hängt etwas und dann kann der Turm hier rüber. So schlimm ist es, glaube ich, alles gar nicht. Und jetzt decke ich den Punkt auf G7 und mache gleich erstmal Rochade, bin meinen König in Sicherheit. Und jetzt habe ich schon 2 mehr Bauern. Das finde ich jetzt schon einen ziemlich guten Vorteil. Jetzt kann ich hier schon versuchen, ihn abzutauschen. Und ich habe es Läuferpaar. Also irgendwie hat der Gegner hier die Öffnung nicht so stark gespielt. Und er macht den. Gehe ich einfach eins runter. Und als nächstes versuche ich hier mal den weißfähigen Läufer zu aktivieren. Wahrscheinlich mit Läufer B5. Und den Turm hätte ich gern hier auf der halboffenen Linie. Aber wenn er es hier schön spielt, nehme ich mir erstmal das Zentrum und drohe Läufer G5 mit Qualitätsgewinn. Ah, und das war, doch, das war relativ, das ist noch okay. Wenn er hier rausnimmt, er geht mal Läufer nach C6 und hat eine relativ starke Linie, aber er geht jetzt auch trotzdem, ich glaube, ich ziehe den trotzdem nach C6 und nutze dann diese Diagonale hier, die ist dann sehr stark. Außerdem gewinne ich jetzt hier erstmal einen Läufer. Dame hängt und der Läufer ist angegriffen. Das hat er wohl nicht gesehen. Gut, er geht dazwischen, das hindert mich aber nicht daran, seine Dame rauszunehmen. Gut, er hat aufgegeben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal.